Schwindel, Höhenangst oder anders Vertigo, das Motto des diesjährigen Feuerwerks der Turnkunst. Artistik, rhythmische Sportgymnastik, Rhönradturnen und die Show ist vielfältig und nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise in luftige Höhen. Richtig der Wahnsinn, also atemberaubend. Ich hatte die ganze Zeit Angst um die, aber die haben es ja richtig gut gemacht. Auf jeden Fall war der Hammer. Ich habe meine Freundin heute überrascht. Der Styx ist der Hammer-Tänzer. Selbst die Pausenfüller sind sehr amüsant. Seit 28 Jahren tourt die Turnshow nun schon durch die Republik. 2 Millionen Zuschauer ließen sich schon in den Bann ziehen. Und hier in Berlin kommen nochmal 17.000 Begeisterte verteilt auf 2 Shows dazu. Das ist ein neuer Rekord. In diesem Jahr macht das Feuerwerk erstmals nämlich in der U2 World Halt. Wir sind ganz happy hier. Wir haben hier noch ein bisschen mehr Platz unten in den Ausläufen und auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und es passen mehr Zuschauer noch rein. Und da sind wir ganz zufrieden. Man kann sich kaum satt sehen an den Weltklasse-Artisten. Aber für den Berliner Turn- und Freizeitsportbund ist diese traditionelle Megashow nicht einfach nur ein Höhenrausch. Ja, für uns ist der Jahresauftakt. Es ist nicht nur heute, dass wir hier zweimal drin sind, sondern wir haben am Nachmittag auch mit der BTB Awards Veranstaltung unsere Ehrenamtlichen ausgezeichnet. Die Frau des Jahres, den Newcomer des Jahres, aber auch 120 erfolgreiche Sportler gewählt. Das heißt also für uns ein Tag voller Bedeutung. Einer dieser Turner ist Lukas Dauser. Er nahm im letzten Jahr an der Turn-WM teil und war einer der 21 geehrten Sportler. Diese Show inspiriert ihn sogar für einen Blick in die Zukunft. Also vielleicht noch nicht jetzt in meiner aktiven Karriere, aber nach meiner aktiven Turnkarriere kann ich mir durchaus vorstellen, auch bei Show-Events oder bei Shows mitzumachen, ja. Dieses Feuerwerk ist aber auch ein Finale der Spendenaktion für Elisa Quirino, die sich im vergangenen Jahr sehr schwer am Halswirbel verletzte, wohl querschnittsgelähmt bleibt. Eine Unterstützergruppe aus LSB, BTB, SC Berlin, dem Olympiastützpunkt und dem Förderverein Leistungsturnen sammelte fleißig, um die junge Turnerin und ihre Familie zu unterstützen. Also wir finden es ganz toll, wir waren überrascht und auch natürlich von hier, von Berliner Seite dann, vom Berliner Turnerbund und von Martin Seber, die es angeleiert haben und so viele Ideen hatten und sich so reingehängt haben. Ja, ist unglaublich einfach. Rund ums Feuerwerk ging die Aktion weiter. Elisa selbst konnte diesmal leider nicht dabei sein, aber vielleicht schafft sie es ja im nächsten Jahr zu wünschen, wäre es ihr auf jeden Fall. Und wer spenden möchte, hier unten ist die Bankverbindung eingeblendet.